Der Lernplan ist vom Grunde her eine strukturierte Ansammlung von Aufgabenstellungen. Dazu bin ich in Privat im Lernplan und habe hier ein Thema, könnte ich anlegen und einen neuen Eintrag anlegen. Zeige ich Ihnen zuerst mal die Struktur. Ich bin also Informatiklehrer und habe die Klassenstufe 7. Und habe mir aus den Lernplänen für Sachsen die Lernbereiche rausnotiert, einschließlich auch die Wahlbereiche. Habe meine eigenen Themen mit eingetragen und Sie sehen hier, ich kann jetzt also zu jedem Lernbereich entsprechend Unterpunkte setzen, die da Aufgabenstellungen sein könnten. Insgesamt haben wir nur zwei Strukturen, Ebenen, das heißt die Hauptebene und eine Untergeordnetenebene. Und über diese zwei Stufen plus die Themen können Sie an sich Ihren Stoff verwalten. Das ist eine Aufgabe, die natürlich nicht von heute auf morgen angelegt wird, sondern sie wächst im Laufe eines Schuljahres. Nehmen wir mal an, das Thema Kennen die vielfältigen Erscheinungsformen und Einsatzgebiete von Computern ist jetzt in der Klassenstufe das nächste Thema. Das heißt, ich bin in Privat und kopiere mir diese Aufgabe in die Klasse. Über den Kopierbefehl sehen Sie jetzt die anderen zwei Befehle, einmal exportieren oder importieren. Das heißt, ich könnte jetzt den gesamten Lernplan kopieren und dann exportieren, um ihn für mich als Sicherheitskopie abzulegen oder in der Klasse zu importieren. Ich kann aber natürlich auch einzelne Bereiche kopieren und exportieren. Der einfachste Weg ist natürlich das Kopieren. Ich wähle meine Beispielklasse aus oder meine Klasse aus und wähle das Thema aus. Sie erkennen jetzt hier an diesem Stern, dass das Thema Informatik Klasse 7 in der Klasse noch nicht angelegt ist. Als kleines Beispiel, ich habe hier Biologie schon als Thema angelegt und da ist kein Stern. Also wenn Sie den Stern sehen, bedeutet das, dieses Thema existiert noch nicht in der Klasse. Jetzt könnte man eine Empfehlung aussprechen, dass Sie, wenn Sie beginnen mit den Lernplänen zu arbeiten, auch zuerst die Themen in den Klassen anlegen. Das wäre eine Möglichkeit. Sie wissen aber, das Sternchen ist jetzt nichts Schlimmes, sondern heißt nur, dieses Thema ist noch nicht vorhanden. Ich gehe auf Lernplan kopieren. Er wechselt automatisch in die Klasse. Und das erkenne ich daran, ich bin in der Klasse drin und ich bin im Lernplan drin. Auch immer wieder zu sagen, wo bin ich? Ich bin also nicht mehr im Privat. Und jetzt sehen Sie, er hat das Thema, den Lernplan eingefügt und mit dem Sternchen versehen. Und über Themen könnte ich jetzt dieses Sternchen sozusagen entfernen, damit es dann auch wieder schick aussieht. Denken Sie dran, Taste F5, Datenbank aktualisieren und dann sieht es auch so aus. Was Sie jetzt auf den ersten Blick erkennen, ist, dass die Schrift kursiv ist. Das bedeutet, diese Aufgabe ist noch nicht für die Schüler freigegeben. Ich gehe jetzt mal in unseren Schüler. Habe hier Informatik Klasse 7 und Sie sehen, da ist nichts angezeigt. Über Bearbeiten sieht man zwar, dass da was da ist, aber es ist eben noch nicht in der Ansicht drin. Das bedeutet, ich muss diese Aufgabe per Lernplan jetzt noch freigeben. Und wenn Sie wissen, dass Sie diesen Befehl freigeben suchen, dann gehen Sie auf weitere Funktionen und hier haben wir den Befehl nicht. Also schauen wir in Bearbeiten und hier haben Sie ganz unten, auch wieder ganz unten, Freigabe, diesen Eintrag zur Bearbeitung freigeben. Der Lernplan hat noch einen zweiten Vorteil. Sie können also jetzt direkt festlegen, wie der Schüler die Aufgabe löst. Das heißt also, Sie könnten jetzt die Checkbox erledigt einfügen.
Sie könnten ein Textfeld einfügen, wo der Schüler direkt die Lösung reinschreibt, oder Sie könnten ihm einen Datei-Upload anbieten. Bedeutet, der Schüler lädt die Datei hoch.